Normalerweise liegt die Wahrheit auf dem Platz. Für Jens Lehmann liegt sie beim Starnberger Amtsgericht. Im Juni 2022 soll der ehemalige Torwart diesen Holzbalken eines Garagengerüsts abgesägt haben, weil es ihm den Blick auf den Starnberger See raube. Um unerkannt zu bleiben, habe er dabei das Kabel der Überwachungskamera am Nachbargebäude abgerissen. Die aber schaltet auf Batteriebetrieb um und filmt so Lehmanns Kettensägenattacke. Der 52-Jährige bestreitet die Tat dennoch und ohnehin. Naja, Sie sehen ja, ich sitze ja nur deswegen hier und Sie sind nur deswegen hier, weil ich mal gut Fußball spielen konnte. Sonst würde es keinen Menschen interessieren. Heute Holzpfostenkiller, damals Killer zwischen den Pfosten. 2006 wird Lehmann mit 2 gehaltenen Elfmetern im WM-Viertelfinale gegen Argentinien zum Torwartheld. Schon im Jahr darauf kaschiert er ein Kopfkratzen als Mittelfingergruß an pfeifende DFB-Fans. Im Dress des VfB Stuttgart springt er mal während des Spiels hinter die Werbebande, um sich zu entledigen. Einem nörgelnden Fan der Schwaben klaut er beim Gang zum Mannschaftsbus entnervt die Brille. Später als TV-Experte bezeichnet Lehmann seinen Kollegen Dennis Aogo als Quotenschwarzen. Was nur deshalb herauskommt, weil er die Nachricht versehentlich an Aogo selbst schickt. In der Causa Kettensäge habe sich Lehmann laut eigener Aussage aber mit dem Nachbarn geeinigt. Natürlich ist es zu berücksichtigen, gegebenenfalls. Aber nur weil sich die beiden Parteien, die hier zivilrechtliche Auseinandersetzung haben, geeinigt haben, heißt es nicht, dass es keinen Strafanspruch des Staats mehr gibt. Zumal die Kettensäge auch nicht Lehmanns einziger Anklagepunkt ist. Darüber hinaus muss sich der Ex-Torwart wegen Beleidigung 2 Polizisten verantworten. Und den Münchner Flughafen soll er um rund 300 € Parkgebühren betrogen haben.